Hallo liebe Zuschauer, heute geht es wieder um meinen Vitara. In den Vorfilmen habe ich ja mal erzählt, dass ich den Wagen höher legen möchte und dazu brauchte ich Distanzringe. Ja, dazu gehören zwei Distanzringe, einmal die für vorne, den messe ich mal über alles, der ist 3,5 cm für vorne und hinten ist 5 cm. Im Moment habe ich eine Höhe von 73 cm hinten, vorne ist eine Höhe von 75 cm. So, ich konnte den Wagen nicht waschen. Ich war im Gelände bei der Großfamilie unterwegs, aber die haben gesagt, doesn't matter, wir können das auch so machen. Ich habe jetzt auch die Spitzenmonteure dran. Da habe ich ja schon ein paar Mal Werbung für gemacht. Die haben den Motor auch auseinandergenommen und ja, die haben noch nicht mal mit den Augenwimpern gezuckt. Wir haben, okay, drauf, machen wir. Ja, hier ist schon das erste Rad runter. Da ist das Federpaket, da muss das zwischen. Ja, hier am hinteren Rad wird als erstes der Stoßdämpfer losgemacht im unteren Bereich. Wir sind im Moment mit zwei Mann dran. Vorne und hinten. Ja, hier hat er auch unterstützt. So, jetzt lässt er den runter und dann werden die Federn frei oder nimmt Federspanner, um die zusammenzudrücken. Was ist die Entlüftung von der Hinterachse, die muss ab. Übrigens, das ist ein Vitara 1600 Kubik, ich glaube 97 PS. Dann gehen wir mal nach vorne, mal gucken, was der Kollege da macht. Aha, der ist hier am Bremssattel dran. Das ist die Feder und hier oben muss das zwischen das Stück. Das ist die Entlüftung fürs Sperrdifferential hinten. Jetzt versucht er noch weiter runter zu kriegen. Ah, die Feder bewegt sich schon. Also ich glaube, mit dem Federspanner könnte man das Ganze schon reinkriegen. Ist also nicht am Bremssattel, ist am Stoßdämpfer am Vorderen. Den löst er. Ja, das Problem besteht jetzt, dass diese Innenbohrung, die in den Distanzblöcken drin ist, für hinten, die 5 cm zu kleinem Durchmesser ist. Aber der vordere, die 3,5 cm, die passen hinten. Aber ich will den ja hinten höher haben. So. Er hat gerade die Feder rausgehebelt. Aber da wird wohl ein Problem sein, die wieder reinzukriegen mit der Distanzbüchse. Da muss er bestimmt noch mehr lösen. Also, wir haben jetzt hier das Problem, dass die Büchsen, die ich da habe, im Innendurchmesser, damit die Kegel da reinpassen, hinten ist sie zu klein. Also hier muss noch einiges gelöst werden. Jetzt wird der Wagenheber dazwischen geklemmt. Aber wenn er die Feder jetzt rausbekommt, bekommt er anschließend sie nicht mehr rein. Mittlerweile ist noch mehr losgemacht worden, aber dann war auch die Feder raus. Jetzt haben wir nur das Problem, dass dieser Kragen, der da ist, hier ein bisschen zu klein im Durchmesser, ist im Innendurchmesser, als diese Kunststoffbüchse. Ja,
Ja, das liebe ich ja hier in Thailand, was mir Spaß mit gemacht. Dieser kleine Kragen, wenn ihr das seht, der ist also zu klein und dann wird er einfach größer gemacht. Das hat ja keinen Sicherheitsaspekt. Er muss hier nur einfach in diesen Sitz reinkommen und dann ist es ja erledigt. Die Auflagefläche ist ja vorhanden. Ja, wer sagt's denn? Passt. You are good? Good? Yeah. Drin. Hat verloren. Ja, so wird das hier in Thailand gemacht, unkompliziert, einfach angepasst. Jetzt Wagenheber drunter, da wird das Ganze hochgedrückt und wieder verschraubt. Damit ist der Wagen von vorne um 3,5 cm höher. Ich liebe die Arbeiten hier in Thailand. Unkompliziert, wird angepasst und fertig. Ja, jetzt wird das Ganze wieder zusammengeschraubt. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Da wird die Antriebswelle angebracht, die Querlenker, Stoßdämpfer und das war es dann schon vorne. Ja, der Bremssattel ist jetzt vorne abgemacht worden, der Querlenker. Jetzt wird der Stoßdämpfer losgemacht am vorderen rechten Rad. Dazu braucht man auch einen Wagenheber von unten. So, jetzt muss die Antriebswelle muss noch losgemacht werden. Ja, im hinteren Bereich läuft momentan nichts. Da werden also gerade in der Werkstatt hier in Thailand die Innenbohrungen von den Distanzbüchsen größer gedreht, ausgespindelt. Und dann müsste das denn hier auch passen. Ja, gerade sind die Büchsen zurückgekommen. Die sind im Durchmesser größer gemacht worden auf der Drehbank. Jetzt kommt wieder der Wagenheber dazwischen, damit genügend Platz gemacht wird für die Feder. Und jetzt den zusätzlichen Spacer. Das Problem war ja, dass dieser Durchmesser hier zu groß war für die Bohrung, die da war. Und da hat man die jetzt einfach vergrößert. So, da ist das Paket. So, das wird jetzt da eingesetzt. Ja, die Feder dagegen. Ja, und viel Kraft und drin. Ja, passt. Jetzt noch den Wagenheber darunter, damit die Achse hochgehoben wird und dass der Stoßdämpfer wieder angebracht werden kann. Okay, das sieht gut aus. Ja, und das gleiche hier nochmal. Hier muss noch die Feder ausgebaut werden, auch wieder mit dem Wagenheber. Anschließend kommt die Entlüftung für das Sperrdifferential, wird noch angeschlossen und dann sind wir hier fertig. Ja, das ist ein Vitara Baujahr 2000, 1,6 Liter Maschine. Und ist sehr viel zu sehen hier, speziell auf Koh Samui. Auf Koh Phangan habe ich ihn auch schon sehr oft gesehen. Er wird als Leihfahrzeug sehr stark eingesetzt, weil er sehr robust ist. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wenn er auf den Boden kommt, wie weit er einfedert.
Ja, ist ja schon viel höher. Ja. Gut. Da können wir noch mehr draufpacken oben auf dem Dach. So, dann schauen wir doch mal, wie weit er jetzt höher gekommen ist. Wir haben jetzt 77 cm. Was hatten wir vorher? Ja, wir haben einiges an Höhe gewonnen. Ja, und vorne, da war es ja eigentlich nicht so wild, da hatten wir ja genug. Da sind ja jetzt 3,5 cm dazu gekommen, da sind wir jetzt auf 78 cm höher. Okay. Ja, damit ist die ganze Sache erledigt, ist alles durchrepariert und wir können uns wieder auf eine neue Reise freuen und ihr werdet dabei sein. The Bill. Oh, Matt. Oh, warte. Ja, jetzt kommt ja noch die Gretchenfahrer. Was hat das gekostet? Also die Büchsen, die haben ja nicht gepasst. Die sind ja noch zur Dreherei gegangen. Und die haben da eine Zeit lang dran gearbeitet. Und 800 Baht kostet das Ganze. Da kann ich es mir nicht nehmen lassen, den Jungs hier jetzt 1000 Baht zu geben. Das zahlt sich immer wieder gut aus, ein Trinkgeld zu geben. Die haben hier sofort alles Platz gemacht, als ich hier reingekommen bin. Bin sofort rangekommen. Super Service also hier. Okay, bis zum nächsten Mal und ihr seid dabei, wenn wir wieder hier durch Thailand reisen. Tschüss!